In und bei Bayern ergeht's ihm nicht anders, ab 98. Er gewinnt, was es zu gewinnen gibt. Champions League 2-1 gegen Valencia und davor das Spiel der Spiele. Meisterschaft in allerletzter Sekunde. Es gibt Weisheiten und Lösungsstrategien für Probleme. Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Im Berufsleben versuchen wir oft andere Strategien, nach denen wir handeln. Wir besorgen uns eine stärkere Peitsche. Wir wechseln die Reiter. Wir sagen, so haben wir das Pferd doch immer geritten. Wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren. Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde. Wir bilden eine Taskforce, um das Pferd wieder zu beleben. Wir kaufen Leute von außerhalb ein, die angeblich tote Pferde reiten können. Wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser reiten zu lernen. Wir stellen Vergleiche an, unterschiedlich toter Pferde. Wir ändern die Kriterien, die besagen, dass ein Pferd tot ist. Wir schirren mehrere tote Pferde gemeinsam an, damit wir schneller werden. Wir erklären, kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht mehr reiten kann. Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es bessere oder billigere Pferde gibt. Wir erklären, dass unser Pferd besser, schneller und billiger tot ist als andere Pferde. Wir bilden Qualitätszirkel, um eine Verwendung von toten Pferden zu finden. Wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein. Wir vergrößern den Verantwortungsbereich des toten Pferdes. Wir entwickeln ein Motivationsprogramm für tote Pferde. Wir strukturieren um, damit ein anderer Bereich das tote Pferd bekommt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Karl Rudolf Menken.